Hallo! Zeit für ein Werkstatttagebuch und wir starten im Büro, denn eine Kleinigkeit möchte ich euch doch nicht vorenthalten. Das rote Licht beim Fernseher und bei der PlayStation ist an. Endlich! Also die meisten werden sich jetzt denken, ist ja spannend. Aber ich freue mich, denn das bedeutet, heute Abend gibt es die erste Runde Warzone. Da freue ich mich sehr drauf. Auch dieser Schrank hat einen neuen Standpunkt gefunden. Keine Ahnung, ob er da liegen bleibt, ehrlich gesagt. Die Schleifstation steht jetzt auch schon hier. Ansonsten ist es gefühlt wieder schlimmer geworden. Denke, ihr kennt es vielleicht. Wenn man umzieht, fängt man an, Sachen aufzubauen, baut sie dann auf und dann stellt man fest, ich habe doch noch mehr Sachen und ich habe doch noch mehr Sachen. So ist es auch im Bankraum, der mittlerweile komplett verkabelt ist, aber irgendwie sich doch stark noch verändert. Zum einen sind da immer noch mindestens vier Kartons, die ich auspacken muss. Aber er verändert sich auch im Positiven, denn diese Wand, wo eigentlich die Sustainerwagen gestanden haben, ist jetzt erstmal frei. Da kommt ja der Kappsägenunterbau hin. Der ist allerdings noch nicht da. Deswegen steht die Kappsäge noch irgendwo da hinten im Maschinenraum. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so ganz genau wo. Ist aber auch egal, wir brauchen sie gerade nicht. Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe die Sustainer-Schränke an diese Wand gestellt und einen Schrank aufgehangen. Das ist super und es macht viel Sinn, weil in diesem Schrank sind sehr schöne Sachen. Und welche, das zeige ich euch jetzt einfach mal eben ganz kurz. In diesem Schrank haben wir meine New Concept Säge, wo ich übrigens ein neues Band draufziehen muss. Dann ein paar Bücher zum Thema Holzarbeiten. Ihr habt ja immer wieder mal gefragt, ob ich euch da nicht einen Tipp geben kann. Mein Tipp wären diese Bücher, die hier stehen. Die würde ich mir besorgen. Und wir haben hier unten noch die ein oder anderen Hobel, die da drin sind. Und hier sind auch noch so ein paar Kleinigkeiten drin. Das ist übrigens der Shaper-Schrank. Dieses Projekt gibt es auch beim Shaper Hub zu kaufen. Kann man, denke ich, auch ohne die Fräsdateien sehr gut nachbauen. Aber wer eine Shaper Origin hat, das ist auf jeden Fall wirklich ein super schönes Projekt und auch sehr sinnvoll für jede Werkstatt. So, und es ist noch etwas gekommen, beziehungsweise zwei Sachen. Erstmal eine Sache, über die ich mich sehr, sehr, sehr freue, vor allen Dingen auf einer emotionalen Ebene. Und zwar einer von euch, den ich ein bisschen, ja, mit dem ich etwas mehr Kontakt schon hatte, hatte mich letztens mal gefragt, ob ich seine Schulklasse nicht bei einem Projekt unterstützen wollen würde. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, gar kein Problem, mache ich. Das ist dann Corona-bedingt alles ein bisschen schwierig gewesen. Und dann trotzdem trifft etwas bei mir ein, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und zwar ein Geschenk. Dieser wunderbare Hobel, Hobel, Idiot, dieses wunderschöne Stecheisen. Wirklich ein ganz, ganz, ganz schönes Ding. Jetzt kann ich mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Wirklich ganz toll mit dieser Hammerschlagoptik hinten. Also wirklich ein richtig, richtig schönes Ding. Selbst wenn es nicht so schön wäre, hätte ich mich total gefreut, weil es einfach so niedlich ist, mir was zu schenken dafür, dass ich jemandem geholfen habe. Das ist eigentlich, ist das doch normal, dass man auch mal anderen hilft. Und gerade bei einer Schulklasse ist es doch irgendwie auch schön, wenn man bei jungen Leuten da so ein bisschen mithelfen kann. Nichtsdestotrotz, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Geschenk. Danke nochmal, danke an die 7A, wenn ich das nicht komplett falsch im Hinterkopf habe, falls ihr das seht. Ich werde dieses Stecheisen erstmal nicht benutzen, aber wir werden dafür eine schöne Aufhängung bauen drüben im Büro. Denn mich hat noch etwas anderes erreicht, was ich voraussichtlich nie benutzen werde, worüber ich aber sehr, sehr dankbar bin. Gebt mir eine Sekunde. Japansägen. Das ist doch nichts Besonderes. Was willst du jetzt mit Japansägen? Sieht aus wie alle, die ich benutze. Bis auf das hier. Mal gucken, müsst ihr die eigentlich sehen können. Die haben alle tatsächlich mein Logo reingelasert. Das sind Sägen von Setzer und die benutze ich jetzt ja schon seit, weiß ich nicht, knapp einem Jahr.
Und das ein oder andere Mal habe ich schon mit Toshi geschrieben, der ist da für Social Media und Co. zuständig und die posten ja auch immer relativ fleißig meine Videos, die ich bei Instagram hochlade, weil ich, wie gesagt, ja deren Segen immer gerne benutze und ich besorge sie mir immer von Diktum. Und jetzt habe ich das hier als kleine Aufmerksamkeit bekommen und das finde ich wirklich richtig toll, also weil auch da Setzer bezahlt mich nicht dafür, dass ich deren Segen benutze, ganz im Gegenteil. Und es ist einfach eine total geile Aufmerksamkeit. Also ich finde es total cool und es ist eigentlich nur ein Logo, man hätte das auch selber machen können, aber sie haben es mir halt geschickt und das finde ich wirklich richtig stark. Ich werde diese Segen, glaube ich, niemals benutzen, weil es ist einfach so ein total tolles Gefühl, dass man über die ganze Welt hinweg durch dieses Social-Media-Ding in Kontakt kommt. Also es muss ja gar nicht immer eine Kooperation oder eine bezahlte irgendwas sein. Manchmal ist es auch einfach, dass man Sachen benutzt und die Firma sagt irgendwann, hey, hier ist ein kleines Paket für dich, viel Spaß damit. Und das finde ich einfach richtig, richtig cool. Die Frage wird kommen, kann man die Sägen so kaufen? Nein, die kann man nicht so kaufen, die wird es auch so niemals geben. Das ist wirklich ein einmaliges Geschenk für mich. Und da auch nochmal die Frage an euch, was würdet ihr machen? Würdet ihr die benutzen? Es ist eine Dozuki, eine Kataba und eine Ryoba. Ich verlinke euch die gleichen Modelle bei Diktum einfach auch nochmal. Das sind die, die wir hier auf dem Kanal immer benutzen. Würdet ihr die benutzen? Oder würdet ihr die, so wie ich denke, einfach einen schönen Rahmen bauen und ich würde sie mir ins Büro hängen, denke ich. Weil, ja, ich finde, das ist einfach irgendwie ein total cooles, abgedrehtes, verrücktes Gefühl. Eine Säge mit meinem Logo drin. Ist eigentlich nichts Besonderes, aber irgendwie auch total geil. Was ich auch geil finde, ist, dass sie auch eine Bündig-Säge haben mit so einem geilen pinken Griff. Das finde ich auch sehr geil, hat überhaupt nichts mit dem Paket zu tun, aber wenn wir hier schon bei den Sägen sind. Und das ist nämlich auch etwas, was ihr vielleicht auch kennt, vielleicht nicht vom Werkstattumzug, aber vom Umzug allgemein. Man guckt ja alles durch, was man hat und ja, ich weiß, ich habe von manchen Sachen sehr viel, Stecheisen liegen da wirklich viele und ich weiß, dass ich mindestens noch 2 Pakete habe, wo welche drin sind. Aber was ich total geil finde, ist, man entdeckt immer wieder Sachen wieder, die man fast so ein bisschen vergessen hatte und das finde ich wirklich cool. Zum Beispiel eine Sache, die ich schon vor langer Zeit mir überlegt hatte, aber irgendwie bin ich drüber weggekommen. Ein Freund von mir, der Dylan, den kennt ihr vielleicht, ich verlinke mal sein Instagram oder blende ein Foto ein. Den habe ich das erste Mal in echt getroffen, letztes Jahr im Dezember oder so. Und er hatte mir schon vor einiger Zeit empfohlen, bei Verbindung mit einem ganz, ganz dünnen Feinliner anzureißen. Mit einem 0,1 Feinliner. So einem hier. Und ich habe mir vor Ewigkeiten dann schon direkt 5 Stück davon bestellt. Ich weiß nicht, wo ich sie hingelegt hatte. Jetzt habe ich sie wiedergefunden. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall bald mal ausprobieren, weil das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp. Wenn ihr seine Arbeit bei Instagram euch anschaut, das ist jemand, der, glaube ich, definitiv sehr, sehr genau weiß, was er macht und sehr genau weiß, wie man sehr genau arbeitet. Da fällt mir auch noch was ein, was ich euch gerne fragen bzw. zeigen möchte. Da geht es nicht um Genauigkeit, sondern eher um brachiale Kraft. So, und zwar geht es um diese Mauer hier. Das ist eine wirklich fürchterliche Geschmacksverirrung, die ich gerne entfernen wollen würde. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Die Tür, diese Tür, die da drin war, die ist schon mehr oder weniger beim ersten Mal dran ziehen rausgeflogen. Rocco läuft auch irgendwo rum. Die Frage ist jetzt an euch, die ihr das vielleicht schon öfter mal gemacht habt, wie kriege ich diese Wand am einfachsten weg? Einfach nur umschubsen, habe ich schon probiert, klappt nicht so richtig. Was kann ich machen, um die am einfachsten wegzubekommen? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so empfehlen würdet, wie ich die Wand wegkriege. Rocco hat ganz offensichtlich keine Idee, aber vielleicht kriegen wir ihn dazu, dass er mal herkommt. Rocco? Willst du auch was sagen? Er möchte nichts sagen. Es ist wie immer, er ist im Garten und das ist sein Highlight. Da ist alles andere egal. Hauptsache schnüffeln. Deswegen gehe ich jetzt wieder rein, denn diese Mauer ist ein Thema für später. Genauso wie das ganze Thema Garten. Da könnt ihr auch gerne in die Kommentare mal schreiben. Interessiert euch sowas? Interessieren euch Gartenprojekte? Wollt ihr sowas sehen?
Wir machen tatsächlich einiges in diese Richtung, sind nicht unbedingt gut da drin. Wir, heißt Hanna und ich, zusammen. Aber es ist eine Frage, wollt ihr sowas sehen? Ja oder nein? Schreibt das gerne rein. Und wie gesagt, schreibt mir gerne, wie ihr diese Wand, die übrigens komplett gemauert ist, erkackt in den Garten. Liebe Leute von heute, der Hund kackt in den Garten. Ich kann also dann wohl mal erstmal eine Schaufel holen. Und ihr könnt eben in der Zeit schreiben, wie ihr diese Wand einreißen würdet. So, eine weitere Sache, die ich gerade, nachdem ich wieder reingegangen bin, in einem der Kartons entdeckt habe, ist das hier, die Woodraphic-Sachen. Und da habt ihr ja auch schon ganz, ganz, ganz oft gefragt, tatsächlich sogar sehr, sehr oft, warum benutzt du die nicht mehr? Und die Antwort ist ja ein bisschen schwierig. Und zwar ist es so, die Sachen sind nach wie vor echt richtig geil. Aber Woodraphic ist, soweit ich weiß, fast komplett vom Markt verschwunden. Und ich glaube, im allerersten Video, wo ich mir die Sachen geholt habe, habe ich schon gesagt, dass ich befürchte, dass das passieren könnte. Denn sie sind sehr, sehr, sehr nah an den Woodpeckers-Sachen. Also die klassischen roten, diese hier. Hoppla. Und ich würde ein bisschen, in Anführungszeichen, meinen Arsch verwetten, dass das ein oder andere vielleicht aus der gleichen Fabrik gefallen sein könnte. Das ist nur eine Mutmaßung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber das ist so ein bisschen ein Grund für mich gewesen, mich davon zurückzuziehen, weil ich ungerne das unterstützen wollen würde, wenn das sozusagen wirklich ein reines Werkzeugplagiat wäre. Ich weiß es nicht genau, vielleicht weiß einer von euch mehr dazu. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich die Sachen nicht wirklich benutze. Also gerade das hier ist eigentlich super sinnvoll. Das ist ja zum Anzeichnen wirklich perfekt. Ich denke, ich werde es jetzt doch auch einfach erstmal wieder hier liegen lassen. Ich habe es ja wie gesagt gerade wieder entdeckt. Aber für mich war das so ein bisschen so ein bitterer Beigeschmack, weil die Firma relativ schnell, wie gesagt, nachdem ich sie entdeckt hatte für mich, einfach wieder verschwunden ist. Und das ist meistens kein gutes Zeichen. Nur damit ihr jetzt wisst, warum das so ist, habe ich euch das einmal erklärt. Ich gucke jetzt noch einmal, was ich noch so finde. Und dann sehen wir uns hier gleich nochmal hoffentlich mit einem echten Schatz wieder. Ich habe es ja gesagt, man findet Schätze, die man komplett vergessen hat. Und zwar, wer mich schon ganz lange guckt, so lange wie es mich ungefähr bei YouTube gibt oder vor allen Dingen auch bei Instagram, wird wissen, dass ich eine wirklich mega, mega geile Schürze habe aus Jeansstoff. Und das Thema bei Schürzen ist so ein bisschen das gleiche über Arbeitskleidung auch. Sie sind eigentlich deutlich sinnvoller, als man denkt. Denn es ist ja so, dass man doch je nach Arbeit sehr viel Späne und Dreck mit ins Haus trägt. Und gerade jetzt, wo der Weg zum Haus sehr kurz ist, kann der Dreck bei mir nicht mehr wirklich abfallen, sondern ich gehe durch eine Tür und habe den ganzen Dreck im Wohnhaus. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich diese Schürze gerade wieder entdeckt habe, die tatsächlich extra für mich genäht wurde. Und ich ziehe sie mal so nebenbei an. Die ist eigentlich echt mega. Was ich da schon immer gedacht habe, ist, ich bin vielleicht ja sowieso so ein bisschen in der Aufbauphase eines kleinen, aber feinen Internetshops. Habt ihr theoretisch gesehen Bock auf eine richtig geile handgemachte Schürze aus Jeansstoff? Wenn ja, lasst mich das gerne mal wissen, denn ich weiß bei dieser hier genau, wer sie genäht hat. Das ist sozusagen auch ein familieninternes Stück. Ich werde sie in einem anderen Video nochmal tragen, damit ihr sie genau seht. Aber grundsätzlich würde mich da schon mal interessieren, seid ihr an sowas theoretisch interessiert, ja oder nein? Tragt ihr sowas? Findet ihr Jeansstoff allgemein geil als Schürze? Wie gesagt, es wird einen kleinen Online-Shop geben, da wird es keinen Quatsch geben und auch keinen Schrott und auch keine Sticker oder so zu kaufen. Ich weiß, Sticker ist für euch ein großes Thema, für mich ehrlich gesagt nicht. Es wird ein Werkzeug geben, was komplett in eigener Herstellung entsteht. Ich sehe es auch von hier. Ich will dazu aber noch nicht zu viel sagen, weil ich noch nicht hundertprozentig zufrieden bin. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es zum Beispiel so etwas wie diese Schürze gibt. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, was ihr davon denkt. Jetzt bin ich ganz ehrlich, die Sonne scheint so schön. Das werde ich jetzt noch genießen.
Dann werde ich, wie gesagt, eine kleine Runde Warzone zocken, wo ich einmal gucken werde, wie die Verbindung aktuell im Internet ist. Und dann verlinke ich euch einmal meinen Twitch-Kanal unten. Da werden wir auch in Zukunft live spielen und genau wie ich es schon gesagt habe, ich werde auch mit Abonnenten zocken. Das heißt, ich weiß nicht genau, ich bin absolut ein alter Mann, fernab von der Realität, ob man bei Warzone auch Crossplay? Was? Scheißegal, kann man bei Warzone auch Computer mit PlayStation zusammenspielen oder geht das nicht? Weiß ich nicht. Ich spiele auf jeden Fall auf der PlayStation. Wenn ihr auch Warzone auf der PlayStation spielt, merkt euch das schon mal. Ich werde, wie gesagt, bald fragen. Wie gesagt, der Twitch-Account ist unten. Sobald das alles sich hier etwas gesettelt hat, wie man so schön sagt, geht es da los. Ich denke mal, das wird so Anfang August sein. Dann dürfte wirklich alles fertig sein. Und dann werde ich auch die Zeit haben, einmal die Woche oder so mindestens eine kleine Runde live zu spielen. In diesem Sinne genieße ich die Sonne. Macht ihr bitte das Gleiche. Ich hoffe, dass ich in der Zwischenzeit irgendwann für dieses Ding hier nochmal eine Ersatzklinge finde, weil das ist doch wirklich sehr, sehr kurz im Moment. Das war's für heute. Wir sehen uns am Mittwoch. Da geht es mit einem ersten weiteren Projekt weiter. Ein sehr, sehr großes Projekt. Mehr sage ich noch gar nicht. Wir sehen uns wieder spätestens morgen oder beim nächsten Vlog. Bis dahin. Tschüss.